Tränensee hoch über den Ebenen. Ich soll den Strahlenkranz der Jägerin finden. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich die Naked Eared Eudoros töten. Soll das etwa lustig sein? Wann hatten wir eigentlich das letzte Mal Kabel? Ich glaube, mein Magen wird mir abtrünnig, wenn ich nicht bald was Anständiges zu essen habe. Hey, was? Hörst du Wurm? Was? Das war's! Stirb! Bist du müde? Da bist du ja! Whoa.
Dieser Ort wird schwer bewacht. Was? Hat dir jemand gezeigt, wie man das benutzt? Stirb! Hey! Stirb, du Wurm! Schuss auf mich! Ich ruf die Truppen! Friss das hier!
Dieser Lump hat die Götter gelästert. Seine Strafe ist ein... Priester, womit hat der Bursche das verdient? Das geht dich überhaupt nichts an. Tritt zurück. Dieser Novize bekommt nur, was er verdient. Ich diene Sobek. Ich diene Sobek. Ich bin sein Sklave. Junge, was hast du getan? Ich sollte 2 Goldfiguren von Sobek nach Kokidilopolis bringen. Doch mein Schiff sank vor dem Hafen, am Leuchtturm. Ich wäre fast ertrunken. Die Figuren gingen unter. Ich hab sie nicht gestohlen. Schweig! Und du, tritt zurück, Sehetti! Hey, droht mir nicht, Neb. Ich bin ein Magi. Wenn der Junge die Wahrheit sagt, finde ich eure Goldsobeks. Wenn er lügt, überlasse ich ihn euch. Ich sehe mir diese große Oktere an. Die Götter zu bestehlen, ist die schlimmste Form der Blasphemie. Keine Strafe ist groß genug. Mm-hmm.
dich auf! Eine goldene Sobek-Statue. Sie ist wunderschön. Der Junge sagt die Wahrheit. Ein frisches Wrack, das könnte es sein. Goldene Sobek-Statue. Wunderschön. Genau wie der Junge gesagt hat. Ich sollte die Gold-Sobeks zu diesem abscheulichen Priester bringen. Sobek straft. Ungläubige schnell und hart. Seine vielen Zähne. Priester, ich habe eure wertvollen Gold-Sobeks. Euer Novize sagt die Wahrheit. Dieser nichtsnutzige Junge macht nichts als Ärger. Dann bestrafe ich ihn eben wegen seiner Nachlässigkeit. Euer Gewand maskiert nur, wie feige ihr seid! Götter, ich hasse Masken. Diese Sache geht dich nichts an, Tsicheti. Kriech zurück in dein Loch in der Wüste. Ich bin ein Magi, du ehrloser Hund. Ich habe die Befehlsgewalt hier, Magi. Was soll ich jetzt tun? Der Tempel wird mich nicht akzeptieren. Sobek hat dieses Gold dir überlassen. Kehre zum Tempel zurück oder zu deiner Familie. Du hast die Wahl. Möge Sobek mit dir sein. Was immer du tust, tu es ehrenvoll. Ägypten braucht Priester, die keine Masken tragen. Unsere Heimat ist voller Läden, in denen nur Griechen bedient werden. Diese miesen Scheißkerle lassen Ägypter nicht mal hinein. Die Griechen in Ägypten werden immer fetter und reicher, während wir hungern. Die Armen zahlen mehr Steuern als die Reichen. Wie kann das sein? Das ist unsere Heimat. Ägypten gehört uns. Reichtum für alle, sagen sie. Nun, wo ist der? Wo ist der Profit? Wo ist der Frieden? Das ist alles nur für die Griechen, nicht für uns Ägypter. Die neuen Gesetze wurden von Griechen für Griechen erlassen. Reichtum für alle? Es gibt kein Getreide. Brauchst du etwas Bestimmtes? Ein Vergnügen, mein
brennende Leichen. Hey, warum verbrennst du die Toten? Fürchtest du die Götter nicht? Ihre Seelen werden doch verflucht. Es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine andere Wahl. Die Götter selbst haben uns die Pestilenz geschickt. Die Toten müssen verbrannt werden, um uns zu schützen. Welche Pestilenz? Gibt es eine Seuche? Ehrlich, ich weiß es nicht. Ältere werden plötzlich krank. Kinder halten sich den Bauch vor Schmerzen und sterben, während ihre Eltern hilflos zusehen. Es ist fürchterlich. Das wäre selbst für den zornigsten Gott zu grausam. Niemand kümmert sich um uns. Wir freuen uns über jede Hilfe. Im Fayum sind die Armen keinen Pfifferling wert. Meine Kinder, ich weiß, ihr seid hungrig. Wendet euch an Sobek und er wird euch ernähren. Ein weiterer toter Bauer, dessen Familie nun das Land verliert. Gegessen? Früher waren sie in der Armküche auf dem Markt. Nahrung lagern. Aber die Soldaten haben sie vertrieben. Ich sollte mich mal umsehen. Die Händler sagten, sie wären schlecht fürs Geschäft. Wir sollten gehen. An der Leiche sind keine Hinweise auf eine Seuche. In diesen Gefäßen sind starke Gewürze. Das Essen ist ranzig. Es riecht wie Scheiße. Kein Mensch sollte das essen. Das ist nicht mal gut genug für Ratten, geschweige denn Menschen. Die Gewürze dienen nicht dem Geschmack. Sie überdecken nur den Gestank. Ich werde mit dem Koch reden müssen. Sobek hat einen Weg gefunden. Das Essen ist einfach, aber es sättigt. Erzähl mir was über dein Essen. Wo kommt es her? Ein Händler stellt es für die Armen bereit. Es ist nicht viel, aber wenigstens etwas. Wir sind dankbar. Du kannst es gern probieren. Bei den Göttern nein. Ich weiß nicht, wie du das runterkriegst. Ich will mit dem Händler reden. Wo finde ich ihn? Sein Haus liegt südlich des Marktes. Ich führe dich hin. Dann lass uns den Händler aufsuchen. Ich folge dir. Möge Sobek dich für deine Hilfe belohnen. Es gibt viele florierende Höfe hier. Es scheint doch alles gut zu laufen. Warum gibt es so viele Arme? Ah ja, griechische Höfe. Sie zahlen niedrige Steuern, deshalb florieren sie. Und die ägyptischen Bauern werden nach und nach von ihrem Land verdrängt. Was geschieht mit dem Land, wenn die Bauern gehen? Wenn der Besitzer stirbt, ist das Land nach dem Gesetz frei. Ist es gutes Land, holen es sich die Griechen. Schlechtes Land holt sich die Wüste. Egal wie, die Ägypter müssen hungern. Viele enden in den Armenvierteln. Bewegung, los! Hey, du kommst hier nicht vorbei! Wir sollten gehen! Jela! Das ist das Haus des Händlers, der uns zu essen gibt. Selbst die Katzen hier sind besser ernährt als die Armen. Dem Besitzer mangelt es offenbar an nichts. Anscheinend sind nicht alle Ägypter gleich. Manche sind einfach gleicher als. Das ist widerlich! Kein Wunder, dass Leute krank werden. Wer tut denn sowas? Höchste Zeit, diesen Giftmischer zur Rede zu stellen. Lass ihn seinen eigenen Fraß kosten. Kann ich dir helfen? Das ist mein Haus. Was willst du? Du könntest mir erklären, warum du die Armen vergiftest. Ich schätze, damit du ihr Land bekommst. Viel leichter, wenn sie tot sind. Du meinst sicher die Misere im Armenviertel. Was du auch gehört hast,
Ich versichere dir, es ist ein Missverständnis. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ich habe deine Küche gesehen, Händler. Ich weiß, was du machst. Und ich werde dich zur Rechenschaft ziehen. Oh, ich verstehe. Nun, das ändert die Sache. Du bist unerlaubt eingedrungen und ich habe das Recht, mich zu verteidigen. Männer! Wenn du vernünftig wärst, kann das alles nicht sein. Wir können uns doch einigen. Das war's. Dieser Händler des Todes vergiftete die Armen, um ihr Land zu bekommen. Die einzige Seuche hier war seine Geldgier. Das Fayum wird ihn nicht vermissen. Die Toten finden Ruhe. Keine Verbrennungen mehr. Whoa. Dieser Hof ist verbrannt, als hätte es Reh persönlich getan. Es ist nichts übrig. Da kommt ein Mann. Er ist bewaffnet. Ich bin Bayek, ein Magi. Ein echter Magi? Kein Philakitai, hoffe ich. Ich bin Zacha. Das war mein Hof. Wer brannte ihn ab? Pack! Die Scheißkerle wollen uns von unserem Land vertreiben. Die hatten Glück, dass ich nicht hier war. Ich hätte meine Felder mit ihren Innereien gedünkt. Ich werde meine griechischen Nachbarn warnen. Sein Hof könnte der nächste sein. Bitte komm mit. Ich folge dir, Zacha. Wir müssen das Land schützen. Ja, es ist reich und fruchtbar und wert, dafür zu kämpfen. So wie ich. Dein Hof ist nicht weit von hier. Mal sehen, ob du mithalten kannst, Magi. Was führt einen wie dich ins Fayum? Hier kommen sonst nicht viele Reisende lang. Und Magi schon gar nicht. Ich, jage ein paar Mörder. Dann bist du hier richtig. Hier gibt es viel Gesinde. Das Fayum ist nicht mehr die Oase, die es einst war. Wie lange werden hier schon die Höfe niedergebrannt? Seit der junge Ptolemäus regiert. Die meisten Bauern, sie konnten sich nicht wehren und wurden verjagt. Meine Familie gehört zu denen, die kämpfen. Der Widerstand bestimmt unser Leben. Vor lauter Kämpfen habe ich vergessen, mich zu verlieben. Obwohl ich romantisch bin. Mein Vater wollte, dass ich heirate und ihm viele Enkelkinder schenke. Ich schätze nicht, dass dein griechischer Nachbar diese Brandstifter beherbergt. Das würde es einfacher machen. Aber nein, das sind definitiv ungebetene Gäste. Bleib hier in Sicherheit. Ich werde diese... Neck, nein! Das wirst du nicht. Du wirst hier in Sicherheit bleiben. Und ich werfe mich ins Schlachtgetümmel. Ha, eine Bauernkriegerin mitsehen? Eine Bauernkriegerin mit Sehnsucht. Tanzen wir gemeinsam. Hey!
Diese verfluchten Feiglinge. Dass du nach uns gesucht hast, wissen wir. Wir dachten, wir sparen dir Zeit und kommen zu dir. Wir wollen dir helfen. Wenn wir dich dem Feuer übergeben, wirst du es verstehen. Was wirft dich rein? Die Flamme ist ein Schmerz. Sie brennen alles weg. Der Sohn des Reh wird dich befreien. Geht es dir gut? Ich glaube nicht. Die Fesseln waren so eng. Ich spüre meine Beine nicht. Bring mich weg von hier. Oh, schwerer als du aussiehst. Möchtest du vielleicht, dass ich ihn trage? Zahra, das war furchterregend. Nek, Bion, wir können nicht in Angst leben. Du musst dich wehren. Du bist wahrlich ein Geschenk der Götter, Zahra. Ich erzähle allen Griechen von Zahra, der Bauernkriegerin. Wir müssen das Nest der Banditen finden. Ich weiß vielleicht, wo es ist. Meine Diener verfolgten Reiter aus der Weißen Wüste im Norden. Da draußen ist nichts außer ein paar Ruinen. Und sie erwähnten den Namen Sohn des Reh. Ich glaube, das ist ihr Anführer. Sohn des Reh? Bald ist er der Sohn von gar nichts. Also los, auf in die Wüste, Bayek. Bayek, wir sollten langsam los. Oh. Ha! Whoa. Whoa.
entkommst uns nicht. Das war nicht ihr Anführer. Der Sohn des Re, ihr wahrer Anführer, gab aus dem Gefängnis Befehle. Soldaten haben ihn bei einer nahen Karawanserei in Gewahrsam. Er hat die Brandstiftungen angeordnet. Er hält sich für einen Gott und unbesiegbar. Dann lassen wir den Drecksack bluten und beweisen ihm das Gegenteil. Das ist doch Wahnsinn. Sie töteten sich für ihren Anführer. Öl. Und viel davon. Damit legen sie die Brände. Alte Andenken und Plunder. Scheiße. Gib den Weg frei! Hey, was bist du denn für... Hey, gib den Weg frei! Was sind denn jetzt?
Miss Neon Gillian? Gib den Weg frei! Wow. Hier schießen sie zuerst und fragen dann. Irre ist doch nicht richtig im Kopf. Hast du seine Augen gesehen? Glaubst du, er ist wirklich der Sohn des Rehe? Der Schwachkopf ist gemeingefährlich. Er hat seine eigene... Privatarmee. Die tun alles, was er ihnen sagt. Vor denen habe ich sogar noch mehr Angst. Ist, halten die Gitter ihn nicht auf. Ist er überhaupt noch da? Ich komme gerade von meiner Runde. Er ist noch da. Der Hauptmann würde ihn gerne hinrichten, aber einer von ganz oben hält seine Hand über ihn. Thank you.
Ich atme die Luft. Hey, ihr werft eure Leben weg für einen Gott? Ich bin ein Nichts, ein Niemand. Aber wenn der Sohn des Re auf dem Berg steht und sagt, tut es, dann wird es getan. Neck, du liest sie morden! Ich bereue nichts. Bereut Bayek von Siva etwas? Ich verlor meine Familie, du verlorst deine Familie. Wir haben das Recht zu tun und zu lassen, was wir wollen. Nein, wir haben nichts gemeinsam. Du brennst Häuser nieder. Du tötest Unschuldige! Du bist wahnsinnig! Du Heuchler! Du könntest 100 Leichen vor mir aufstapeln. Es würde mich nicht ändern. Die Welt wird brennen! Der Orden kann sie nicht retten. Und du wirst mit ihr brennen. Mögest du eingehen in das Land der Duat? Ich sah die Bestien mit eigenen Augen. Nächte des Set. Man kann... Wow. Der Sohn des Re ist tot. Es war verstörend. Sein Wahnsinn hat beinahe Sinn ergeben. Du findest in jedem Wahnsinn eine gewisse Logik, wenn du tief genug hineinschaust. Also was nun? Die Feuer sind aus, die Höfe sind sicher. Ich weiß nicht, aber ich habe Hunger. Kehren wir zu meinem Hof zurück, um den Frieden zu feiern. Ist das eine Einladung? Du bist der Magi. Du findest es schon heraus. Mein Tor steht dir offen und meine Früchte sind süß. Er ist tot. Sahra wird froh. Thank you.